Ja. Weißt du? Ah, ich kann wieder. Das ist ja kitzlig. Hallo, Lieben. Heute bekomme ich... Hallo, Lieben. Heute bekomme ich... Mama. Bei Mama freut sie sich. Mir auch. Ja, freut sie sich schon auch. Und zu mir auch. Du brauchst. Bei Milena freut sie sich auch. Ja. Sonntagmorgen bei Familie M. Ganz schlimm. So, jetzt geht's baden. Müssen wir mal gucken hier, ob das gut ist. Wow, das ist perfekt. Nein, 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 nein. Ich glaube, da ist schon genug drin. Und gute Nacht braucht man jetzt auch nicht am Frühmorgen. Da ist schon genug. Guck mal, das schäumt schon ganz dolle. Das haben wir ja normalerweise nicht so, gell? Wo ist denn jetzt? Wo ist das Thermometer jetzt hin? Ich kann gemacht. Hey, warum hast du... Also, zeig mal nochmal, bitte. Nö. Nö. So, hier haben wir ein frisch gebadetes Baby. Hat noch eine Babymassage bekommen. Die kleine Maus wird immer verwöhnt, hä? Gell, das war toll. Jetzt müssen wir sie aber einkuscheln. So, die kleine Mausi, die schläft jetzt. Und die große Mausi darf jetzt ein bisschen Fernsehen gucken. Es schneit. Es schneit. Milena, komm mal schnell her. Komm mal schnell mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Guck mal. Siehst du das? Was ist das? Na, was ist das? Schnee. Schnee. Ich mag eigentlich gar keinen Winter, aber ich weiß, dass meine kleine Mäuse sich freut. Und da freue ich mich mit. Gell? Aber der bleibt nicht liegen. Komm nur so ein bisschen hier unten an. Oh, ist auch mega kalt. Komm mal wieder zu. Kann ich denn rausgehen? Schauen wir mal, aber ich glaube, der bleibt nicht liegen. Das wird nur Matsche hier. Aber lustig ist trotzdem, hä? So, also, kleine Mäuse schläft, Milena geht wieder Fernsehen und Lucci und ich, wir drehen jetzt gleich ein Video. Wir kochen nämlich was, was Süßes. Das wird aber sehr wahrscheinlich schon online sein, wenn dieses Video online ist. Also guckt da gerne rein. Ich setze euch in die Infobox. Und da gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Also wir machen jetzt einen Cook and Talk. Ja. Vorher räume ich jetzt gerade noch die Küche auf. Allgemein noch ein kleines bisschen Ordnung schaffen. Um 11 kommt nämlich meine Schwiegermama und meine Schwiegerin und dann brunchen wir zusammen. Ich freue mich schon richtig doll. Und deswegen kochen wir jetzt eben diese
dieses süße etwas. Und ja, das passt gerade mit dem Videodreh, finde ich richtig cool. Dieses süße Etwas ist fertig. Unser Video hat funktioniert. Wir haben zwar nur über ein Thema geredet, aber das schon ziemlich lange. Und da freue ich mich über euer Feedback. So, jetzt schauen wir mal hier. Die kleine Maus ist nämlich immer wieder am Meckern. Jetzt schläft sie wieder. Oh, was ist los hier? Wie sie da guckt, traurig. Was ist los? Oh, du riechst lecker. So lecker! Hm? Schöne Haare! Nana kommt nicht und Sarah kommt nicht. Oh, Nana und Sarah kommen nicht. Deswegen guckst du so, die kommen doch gleich. Nein. Doch. Nein. Doch. Komm mit, dann können wir den Tisch decken, okay? Machen wir mal hier Musik an. Den Musiksender. Nur keine Ahnung, wo der ist. Muss man erstmal gucken. Da! Ja! Bin ich ganz so laut? Mama kriegt da immer Kopfweh. So, jetzt richten wir mal den Esstisch. Da fehlt dann noch ein Stuhl. Jetzt holen wir noch schnell den Stuhl. Das ist nämlich eigentlich mein Bürostuhl. Da müsste ich eigentlich auch mal einen neuen haben. Aber das bringt auch hier nichts in dieser kleinen Ecke, gell? Wenn wir mal mehr Platz haben irgendwann, dann kann Mama sich auch einen gescheiten Bürostuhl kaufen. Da. Tut, 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 tut. Ich läuft ganz schnell. Ja, Milena läuft ganz schnell rückwärts. Mal schauen, wie lange das gut geht. So, Stuhl Nummer 4 ist da. Da kochen wir alle. Hier Eier und das da werden Apfelpancakes. Hast du auch gesehen? Bei Lidl. So, jetzt sind meine Schwiegermama und Schwiegerin gerade eben gegangen. Wir hatten einen, ja, das ist meine Schwiegerin. Wir hatten einen richtig tollen Tag und ganz viel gequatscht, gespielt und gelacht. Und dann haben wir alle die Haare geschnitten bekommen. Also wir drei. Der Papa war geplant, bei mir war das ganz spontan. Mausi hat auch ein bisschen Spitzen geschnitten. Und vor allem das Pony, weil das wächst immer so schnell wieder nach. Sieht sie auch wieder richtig niedlich aus. Und ja, bei mir ist das rausgekommen. Ich finde es richtig schön, das ist jetzt auch super schön geföhnt, was ich so alleine leider nicht hinkriege. Aber dafür freue ich mich jetzt gerade umso mehr. Ja, jetzt sind die wieder gesund. Genau. Wollte ich noch irgendwas berichten? Ja, wir haben super, super viel gegessen. Wahnsinn. So viel habe ich die ganze Woche nicht gegessen. Und deswegen macht der Papa jetzt gerade noch eine ganz leichte Suppe. Die wird dann noch essen, damit wir noch was Warmes im Bauch haben. Und dann geht es bald auch ab ins Bettchen für die Maus. Die kleine Maus wird gerade gestillt. Die hat schon wieder Hunger. Das hier ist die leichte Suppe, von der ich gesprochen habe. Hast du Hunger? Nein. Hast du Hunger? Nein. Hast du Hunger? Nein. Hast du gerade irgendwie Hunger? Hast du lustige Flüssigung? Hast du von Lust auf Kindergarten? Da musst du lieb sein. Geh mal in den Kindergarten. Weißt du, was ich tun kann? Kannst du was schon singen? Komm jetzt! Boko Bingo Mango Bingus! Bonjour! Nicht so feste! Kannst du es reparieren? Was machst du da? Milena! Ich muss was sagen. Milena! Warte! Finde ich! Tschüss! Ich hoffe sehr, dass euch unser Sonntagsvideo gefallen hat und ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob der Sonntag für euch
irgendeine bestimmte Bedeutung hat. Also sei es ein Ich-bleib-heute-im-Bett-Tag oder ein absoluter Familientag, wie es bei uns zum Beispiel ist. Wir gucken immer, dass wir am Sonntag unsere Familien besuchen. Und allgemein ist der Sonntag halt einfach ein Familientag, weil der Papa zu 100% einfach bei uns ist und wir einfach wissen, wir sind zu viert und ja, das macht den Sonntag einfach schon besonders und toll und ja, also bei uns ist Sonntag Familientag. Da bin ich echt gespannt auf eure Antworten und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen ersten Advent, allgemein eine ganz, ganz tolle Vorweihnachtszeit. Och, ich freue mich schon so auf das erste Weihnachten mit Baby. Das erste Weihnachten zu viert. Ich freue mich schon mega drauf. Und jetzt fängt alles ganz offiziell an. Und ja, ich hoffe dann einfach mal, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.